Ich kaufe einen FIFA 23 Account für 300 Euro und mal schauen, was drauf ist. Ich weiß wirklich noch gar nichts. Das heißt, wir werden uns gleich überraschen lassen. Und ich hoffe, wir werden da einige Millionen Coins sehen. Vielleicht auch mal einen R9, hol it mal wieder. Und wenn ihr das Format feiert, Leute, lasst gerne ein Like da. Ich würde sagen, für dieses Format 1500 Likes. Also wenn ihr die nächste Account-Folge sehen wollt, wo ich einen Account hole, beziehungsweise zeige, kaufe, was auch immer, 1500 Likes voll machen, dann kommt die nächste Folge. Und lasst gerne ein Abo da. Danke für den ganzen Support in letzter Zeit. Freut mich sehr, dass ihr die Videos feiert. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt rein. Let's go. Wir gehen natürlich in den Transaktionsverlauf. Der Kollege hat mir gesagt, er hat 100 Euro reingesteckt. Wir schauen mal an, ob er wirklich 100 Euro reingesteckt hat oder mehr oder vielleicht sogar weniger. Ist ein Schweizer. Schweizer haben Geld. Und ich sehe, es sind mehr als 100 Euro. Du hast mich angelogen. Nee, das darfst du nicht lügen. Darf man nicht sagen. Wir gucken weiter. Es sind warum immer eine Aufladung? Hier sind noch mal ein paar 30er. Ah, okay. Also ich weiß nicht. Ja, okay. Das sind vielleicht so 200, 300, vielleicht 400 Euro. Hier sind halt ein paar 30er dabei. Dann viele Einer, mal ein 20 hier, wie hier unten. Ah, ist schwierig einzuschätzen. Ich würde sagen, es sind circa 400 Euro. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was schätzt ihr? Ich sag, es sind 400 Euro. Okay, 400 Euro, es ist nicht so viel, ne? Und ich sehe auch gerade, es wurde erst seit März investiert. Hat er den Account erst seit März? Werde ich hier gerade gescannt? Werden wir gleich herausfinden. Wir gehen rein in FIFA Ultimate Team. So, wir schauen mal rein. Wundert euch nicht, Leute, das Video ist vorproduziert. Deswegen hier noch diese Tots-Animation um Serie A-Tots. Wir gehen mal rein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. 385.000 Münzen, 500 FIFA-Points. Sagt uns erstmal nicht viel aus. Wir gehen direkt mal in den Shop, schauen, ob wir wieder irgendwas wegsuchten können. Wieder irgendwie unsere Packsucht befriedigen können. Wir können sie befriedigen. 7,5K-Pack geht auf. Ich sollte aufhören, die Packs von anderen Leuten zu öffnen, weil ich bringe definitiv kein Pack lang. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Leute, ich weiß, wie wir unsere Packsucht befriedigen können. Er hat mir eben noch auf Instagram geschrieben, die Vision Rivals Belohnungen dürfen abgeholt werden. Ich soll bloß die Packs nehmen, mäßig. Also, ich glaube, Option 3 meint er. Untauschbar. Oder? Das Untauschbare. Genau, die Packs soll ich nehmen. Dürfen wir öffnen. Das heißt, wir haben sogar im Account-Video ein kleines Pack-Opening. Und nicht mal so schlechte Rewards. Ich habe gerade gesehen, 50 Card-Packs sind am Start. Da gucken wir mal rein. Ja, Jumbo Premium Gold-Packs sind nicht so geil, aber wir haben 250 Card-Packs. Wir werden erstmal diese Premium-Goldspieler-Dinger wegziehen. Kommt. Walkout! Spanien! Busrecho! Mann! Aber Walkout! Okay. Futter, Futter, Futter. Gutes Pack. Noch 3 to go. Bin ich mal gespannt. Zeig her, was drauf ist. Das hat auf jeden Fall nichts drauf gehabt, das Pack. Wer ist es? Ah, 83er Silber. Oh, und vorletztes ich weiß gar nicht, was das für ein Pack ist. 15K-Pack? Ah, wer ist das denn? England? LF? Boden. Dass der kein Walkout hatte, aber Sterling, ne? Das ist ja auch wieder bodenlos. Und das letzte schlechte Pack, bevor wir zu den 50K-Packs gehen. Aus 50K-Pack kann man schon ab und zu was ziehen, muss ich sagen, ne? Wir gucken uns erstmal das Pack hier noch an. Auch ein 85er, also futtertechnisch hat er hier nichts falsch gemacht mit der Auswahl, sag ich ehrlich. Aber wir gehen einfach rein. Sogar mit Uncut. Ohne viel rumlabern, ohne viel Schnitt. Mit Nase des Packlacks natürlich. Ah. Dieser Moment, wenn die 50K-Packs schlechter sind als 15K-Packs. Aber zum Glück habe ich meine LED-Fernbedienung mitgenommen. Und die wird uns das 50K-Pack öffnen. Hat es geöffnet. What? Ein Türke? Çalhanoğlu Oğlu? Oh Gott. Nachdem wir unsere Packsucht befriedigt haben, können wir schauen, was er für SBCs abgeschlossen hat. Und zwar Kimpembe. Wichtig. Kimpembe Flashback SBCs am Start. Hero Pick wurde mitgenommen. Bonucci Keen. Tots Challenges. Marquisio. Pushkas. Okay, er hat einiges mitgenommen. Die Tots Upgrade. Das Liga Tots Upgrade. Wow. Carlos Alberto. Rivaldo. Hier wird einiges auf dem Account sein, glaube ich. Schauen uns mal an, was sein Transfererlös ist. Ich bin gespannt. Ich glaube, das ist der Account hier. Genau. Hala Madrid. Transfererlös 4 Millionen. Hat den meisten Transfererlös von seinen Freunden. 4 Millionen Transfererlös, 450k Spieleinnahmen. Ist okay. Wir hatten schon schlechtere Transfererlöse und trotzdem nochmal krassere Teams als bei manchen anderen. Deswegen bin ich gespannt. Vielleicht hat er 4 Millionen ist jetzt kein kracher Transfererlös, aber auch nicht so scheiße. Ich bin gespannt. Wir gucken uns das Team an. 4 Millionen Transfererlös sagt gar nichts aus. Wir wissen, viele kriegen dann einen R9 Untrade, wie ich einen Pelé, einen Hullet Untrade. Deswegen, wir schauen uns sein Team einfach an. Lassen uns überraschen. Wir haben ja schon Kimpembe, Carlos Alberto und so gesehen. Und wir gehen jetzt zum Team. Der erste Spieler ist Kobel, Team of the Season, in Rot gezogen. Das heißt, vielleicht haben wir Glück, sehen hier einen Bellingham oder einen Musiala oder irgendwie
krasse Spieler aus der Bundesliga. Bin ich mal gespannt. Kobel Team of the Season sagt jetzt noch nicht viel aus, bin ich euch ehrlich. Gehen weiter. Was passiert hier? Was passiert hier? Schlotterbeck Team of the Season? Okay, nächster. Ich drücke auf L2, Leute. Das ist ein Kimmich Team of the Season. Junge, was ist das? Was passiert hier, Bro? Bellingham! In Rot! Was redest du? Was redest du? Oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Ich dachte, ich wurde hier gescammt oder so. Auf einmal kommt da ein scheiß Bellingham in Rot. Wow, wow, wow. Ich bin gespannt. Was ist das denn für ein Account? Manuel Neuer auf einer ZM-Position oder was? Diaby in Blau aus dem Nichts. Ich bin so verwirrt. Ich weiß ja nicht mal, wann es jetzt aufhört, wann wir auf die Bank gehen. Das war's. Ich gehe. Tschüss. Junge, ohne Sinn. Das Leihspieler, was? Was ist das für ein Team? Hat er noch ein anderes Team? Das ist doch safe ein Prank oder so. Elia, vielleicht ist das Team besser. Vielleicht ist das Team besser. Pele, Team Pembe, Nuno Mendes. Oh mein Gott, Puskas. Oh mein Gott. Was bist du für ein Suchti? 200 Spiele mit Salah in Rot. Oh mein Gott, Marquisio, Cap de Villa, Cafu, Carlos Alberto. What? Was geht hier denn ab? Oh mein Gott, wir wurden nicht geprankt. Ich dachte schon, es ist hier ein Scammer. Was? Pelé, Puskas, Salah, Bellingham. Ich komme nicht drauf klar. Und er hat bestimmt noch im Verein ein paar Spieler, bin ich mir sicher. Alles Leihspieler, wir lassen uns diesmal nicht pranken. Gerard, okay, Sanchez, Bruno Guimaraes in Rot, Klaus, Samba, Kobel, Thuram, Molina, der beste RV der Welt. Geil. Und sonst aber nix. Welcher von seinen Spielern ist hier jetzt tradable? Ich glaube nichts, ne? Ich glaube, der Mann hat einfach keine Coins mehr. Okay, nur so diese billigen Spieler wie Neuer oder so sind tradable. Aber okay, für 300 Euro Chat? Ja, das Team ist stark. Aber es kommt ja meistens eher auf die Coins an. Ich sag eher, für mich hätte das Team so einen Wert von... Der Verein, der Account an sich, hätte einen Wert von... Ich sag ehrlich, in meinen Augen 100 Euro. Höchstens eher 70 Euro. Ist meine Meinung. Was sagt ihr, Leute? Wie viel hat der Account an Wert? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Aber wow, ich bin sehr erleichtert. Ich dachte, wir werden hier geprankt oder so. Aber das Team ist sehr stabil. Damit kann man auf jeden Fall ein paar Wins in der Weekend League holen. Die Innenverteidigung gefällt mir sehr gut. ZMs sind krank. Sturm ist einfach nur brutal. Heckler hat der Mann auf jeden Fall. Salah und Bellingham. Ich wünschte, ich würde einmal sowas ziehen. Das war's vom Video. Schreibt gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare zu dem Account. Wie viel ihr denkt, was ihr dafür ausgeben würdet. Beziehungsweise was der Wert ist. Ob ihr 0 Euro dafür ausgeben würdet, 100 Euro, vielleicht auch 400 Euro. Vielleicht auch 300 Euro, wie er selbst meinte. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, Leute. Und ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Und ciao, ciao.